Guten Tag, Freunde. Der Januar 2023 geht seinem Ende entgegen. Und wir warten. Bereits als Neujahrsbonbon hatte die Deutsche Bahn dem Bundesverkehrsministerium vier Varianten zum Streckenaus- und Neubau im Dreieck Hamburg-Bremen-Hannover vorgelegt. Dem Vernehmen nach den reinen Bestandsstreckenausbau, den bestandsnahen Ausbau mit Ortsumfahrungen von Lüneburg bis Uelzen sowie zwei bestandsferne Neubaustrecken, die sich nördlich von Soltau an der Autobahn 7 orientieren und im weiteren Verlauf der Bundesstraße 3 nach Celle folgen oder bis Großburgwedel der A7 treu bleiben. Nichts Genaues weiß man allerdings nicht und daher warten wir auf höchst offizielle Verkündigungen und sind besonders auf die Präsentation der Vorzugsvariante gespannt, also die Empfehlung der DB, auf deren Basis der Deutsche Bundestag abstimmen wird. Als Favorit gilt die Trasse entlang von A7 und B3. Und für den Fall, dass es tatsächlich so kommt, habe ich schon etwas Hübsches für euch vorbereitet, das sozusagen binnen Sekunden online gehen kann. Ich bitte daher noch um etwas Geduld. Weil aber seit meinem letzten Film zum Thema einiges passiert ist, gebe ich einen kurzen Überblick zum Sachstand und beleuchte zwei Stichpunkte. Zum einen den seit dem Herbst viel diskutierten Planungsauftrag des Bundesverkehrsministeriums, auf dessen Grundlage die DB die Vorgaben des Bundesverkehrswegeplans BVWP umsetzen soll. Zum anderen den Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität PEK zwischen Stelle und Uelzen, der unabhängig vom weiteren Aus- oder Neubau kurz- und mittelfristige Möglichkeiten zur Leistungssteigerung der Bestandsstrecke darstellt. Zuerst jedoch eine brandaktuelle Sache für alle, die diesen Film vor dem 25. Januar sehen. Die Lokalzeitung Nordheide Wochenblatt hat am 20. Januar eine Umfrage gestartet. Ist die geplante Neubaustrecke zwischen Hamburg und Hannover richtig? Wer daran noch nicht teilgenommen hat, kann dies bis zum 25. Jänner 12 Uhr tun. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Pro- und Kontrastimmen halten sich in etwa die Waage, was angesichts der bislang recht einseitigen Berichterstattung des Wochenblattes positiv überrascht. Häufig klingen die Artikel in der werbefinanzierten Gratiszeitung nämlich eher wie 1:1 übernommene Pressemitteilungen des Projektbeirats Alpha E oder einer der örtlichen Bürgerinitiativen. Mit dem Stichwort Pressemitteilung geht's ans Eingemachte. Am 10. Januar trat der Projektbeirat mit der schon länger gärenden Behauptung an die Öffentlichkeit, die DB habe sich den Planungsauftrag für eine Neubaustrecke selbst erteilt. Eine solche Variante gehe weder aus dem BVWP noch aus dem Bundesschienenwegeausbaugesetz hervor, sodass keinerlei Legitimation für die Planung einer bestandsfernen Trasse bestehe. Blicken wir in den Planungsauftrag vom September 2017, den ich euch ebenfalls verlinke. Auf der Seite 5 des besagten Dokumentes findet sich eine ausdrücklich grobe Skizzierung der im BVWP unter ABS-NBS Hamburg-Hannover laufenden Maßnahme, in der sich unter anderem Punkte finden, von denen seit dem Dialogforum Schiene Nord 2015 keine Rede war. Da wäre zunächst der zweigleisige Ausbau der Strecke 1153, des sogenannten Regionalgleises zwischen Asshausen und Radbruch, was unter Berücksichtigung der parallel verlaufenden und als Fernbahn bezeichneten Strecke 1720 eine Viergleisigkeit bedeuten würde. Weiterhin ist eine teilweise zweigleisige NBS Suderburg-Celle genannt, de facto also eine 3- bis 4-Gleisigkeit im genannten Abschnitt. Für den Bereich zwischen Radbruch und Suderburg listet der Planungsauftrag eine zweigleisige, für Tempo 250 zugelassene Neubaustrecke, hinter der sich die im BVWP erwähnten Ortsumfahrungen verbergen. Wie gesagt, das ist eine grobe Skizzierung des BVWP-Projektes ohne Anspruch auf Vollständigkeit, denn es heißt im Planungsauftrag auch unmissverständlich: Um die gestellten Anforderungen an die Kapazität und den Fahrzeitgewinn erfüllen zu können, sind der nachstehend grob skizzierte Umfang sowie die detaillierte Ausgestaltung des geplanten Infrastrukturausbaus mittels eisenbahnbetriebswissenschaftlicher Untersuchungen zu prüfen und in der Folge gegebenenfalls anzupassen. Weiterer Bedarf, der sich zum Beispiel aus der EBWU ergibt, ist darzustellen. Eben diese EBWU wurde in der Folge durchgeführt und im Rahmen mehrerer Treffen zur umfänglichen Bewertung eines dreigleisigen Ausbaus Lüneburg-Uelzen der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die entsprechenden Dokumente sind auf der Projektseite der DB verfügbar. Auch hier verweise ich auf die Videobeschreibung. Am 29. Januar 2020 präsentierte die DB die Ergebnisse der Ortsumfahrungsvarianten, allerdings unter Beibehaltung der Dreigleisigkeit Asshausen-Radbruch mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Kapazität. Ich habe in meinem Film vom 17. Februar 2020 darüber berichtet. Im Ergebnis lagen die ermittelten Nutzen-Kosten-Verhältnisse, je nach Variante und Zeithorizont, zwischen 0,55 und 0,83 und somit deutlich unter der erforderlichen 1. Engpässe nördlich von Radbruch und südlich von Uelzen blieben bestehen und für den Schienenpersonenfernverkehr konnte lediglich eine Fahrzeitverkürzung von 4 Minuten erzielt werden. 2020 und 2021 folgten weitere Informationsveranstaltungen, in denen auch zusätzliche Gleise zwischen Asshausen und Radbruch sowie Suderburg und Celle angesprochen wurden, wozu ich auf der Projektseite jedoch keine konkreten Angaben zu Leistungsfähigkeit, Fahrzeiten und Nutzen-Kosten-Rechnungen finde. Meiner unmaßgeblichen Einschätzung nach schaffen 4 Gleisigkeiten nördlich von Radbruch und südlich von Suderburg in Kombination mit einer dazwischenliegenden Neubaustrecke zwar ausreichende Kapazitäten zur Bewältigung der prognostizierten Verkehre, ermöglichen aufgrund des nach wie vor bestehenden Umwegs an Uelzen vorbei jedoch bestenfalls auf Kante genähte deutschlandtaktkonforme Fahrzeiten. Genau genommen reden wir hier übrigens von einer über 100 Kilometer langen Neubaustrecke, jeweils rund 50 Kilometer parallel zum Bestand mit einigen Ortsdurchfahrten sowie durch Feld und Flur fernab jeden Gleises. Die bestandsferne Variante in A7 und B3 Nähe wäre ähnlich lang, verkürzt die Strecke Hamburg-Hannover jedoch um 25 bis 30 Kilometer und trifft gemäß Sensitivitätsbetrachtung auf deutlich weniger Widerstände hinsichtlich Umwelt- und Raumordnungsaspekten. Zum Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität zwischen Stelle und Uelzen habe ich ein separates Filmchen in der Warteschleife, möchte allerdings die angedachten Maßnahmen kurz umreißen. Zunächst wäre zu sagen, dass die DB den Abschnitt Stelle-Uelzen bereits zum Jahresfahrplan 2012 für überlastet erklärt hat. Das bedeutet, dass nicht allen Eisenbahnverkehrsunternehmen, die dort Züge durchführen möchten, eine entsprechende Fahrplantrasse angeboten werden kann. DB Netz als Infrastrukturbetreiber hat auf Grundlage des Eisenbahnregulierungsgesetzes eine Kapazitätsanalyse des betroffenen Streckenabschnittes zu erstellen, die die Engpässe benennt und kurz- bis mittelfristig umsetzbare fahrplantechnische sowie infrastrukturelle Abhilfemaßnahmen beschreibt. In dem im November 2022 veröffentlichten PEK für die Strecke Stelle-Uelzen finden sich diverse Vorhaben, die größtenteils bis 2029 realisiert werden sollen, wenngleich sie nur bedingt zur Erhöhung der Kapazität beitragen. Etwa die Beschleunigung von Durchfahrten in Lüneburg-Westseite, die Einrichtung eines zusätzlichen Überholungsgleises in Bienenbüttel und der Bau eines weiteren Bahnsteigs in Uelzen. Darüber hinaus sind Maßnahmen aufgelistet, die die Betriebsqualität steigern, also dank verbesserter Dispositionsmöglichkeiten die Restleistungsfähigkeit im Falle von Bauarbeiten oder Störungen erhöhen. Hierzu zählen Weichenverbindungen zwischen dem Regionalgleis und der Fernbahn im Abschnitt Winsen-Lüneburg und eine neue Überleitstelle im Bereich des ehemaligen Bahnhofs Emmendorf. Zusätzliche Weichen im am stärksten belasteten Abschnitt Stelle Lüneburg dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Grundproblem der dortigen Dreigleisigkeit bestehen bleibt. Der gesamte nordwärts gehende Verkehr nutzt unverändert ein Gleis. Ursache hierfür ist die Gestaltung des Bahnhofs Stelle, wo Züge vom und zum Rangierbahnhof Maschen quasi von bzw. nach außen ein- oder ausfädeln. Eine mit der Strecke Buchholz-Rotenburg vergleichbare Betriebsführung, in der die langsamen Züge im Konfliktfall ins Mittelgleis ausweichen, ließe sich lediglich mit einem Totalumbau des Steller Bahnhofs erreichen, um den Güterverkehr höhenfrei in die respektive aus der Mitte zu leiten. Mittlerweile hat sogar Dr. Peter Dörsam vom Projektbeirat erkannt, dass weitere Verknüpfungen zwischen Regionalgleis und Fernbahn zwar zur Verflüssigung des Betriebs beitragen, aber eben nicht als Allheilmittel nützen. Und so ließ er sich am 11. Januar auf einer Informationsveranstaltung in Jesteburg zu der Aussage hinreißen, dass man für eine nennenswerte Erweiterung des Regionalverkehrs wohl kaum um eine Viergleisigkeit bis Lüneburg herumkomme. Einige interessante Ereignisse der vergangenen 2 Monate seien noch erwähnt.
Die Bürgerinitiative Aktionsbündnis gegen Trassenneubau ist bereits im November mit einer Petition gegen die Neubaustrecke auf Sendung gegangen. Die potenziellen Unterzeichner können sich in einem Faktencheck informieren, indem sie die altbekannten individuellen Wahrheiten aufgetischt bekommen. Dass Lüneburg, Uelzen und Celle ihren Fernverkehrsanschluss verlieren, dass es auf der Neubaustrecke keinen Regionalverkehr geben wird, dass die NBS die Siedlungsentwicklung verhindert und die Natur in gigantischem Ausmaß zerstört. Mit jetziger Uhrzeit sind mehr als 17.000 Menschen diesen Bauernfängern auf den Leim gegangen und haben die Petition unterschrieben. Am 14. Januar riefen das Aktionsbündnis und weitere Bürgerinitiativen zu Mahnfeuern entlang der möglichen Neubautrasse auf. Der Wettergott, als bekennender Eisenbahnfreund, schickte Sturm und Regen, konnte aber nicht verhindern, dass in den Landkreisen Harburg und Celle sowie im Heidekreis die eine oder andere Flamme aufloderte. Besonders der CDU-Bundestagsabgeordnete Henning Otte aus Bergen gab in diesem Zusammenhang Bemerkenswertes von sich. So sei die Zerschneidung der Natur für einen rechnerischen Fahrzeitgewinn von wenigen Minuten nicht hinnehmbar. Gleichzeitig bekannte er sich jedoch klar zur umstrittenen Autobahn 39, weil davon Familien, Firmen und der Tourismus profitierten und die Anwohner der Bundesstraße 4 entlastet würden. Von ehemaligen Lautsprechern wie dem früheren niedersächsischen Verkehrsminister Bernd Althusmann und der Seevetaler Bürgermeisterin Emily Wede war im Rahmen der feurigen Aktionen hingegen nichts zu sehen und zu hören. Die sind momentan abgetaucht. Gut, Leute, das reicht für heute, denn möglicherweise werde ich mich schon in Kürze wieder melden. Stichwort Vorzugsvariante. Danke für eure Aufmerksamkeit und vielleicht bis gleich.